Hallo und herzlich willkommen zurück bei Saints Row 4. Ja, heute Hauptaufträge, ja, ne, Sari? Ja, Hauptaufträge. Ich habe richtig 4 vor den Hauptaufträgen. Was? So, ich habe mal ein bisschen rekrutiert hier gerade wieder. Und ich starte mal, bevor wir jetzt hier rumquatschen, gehe ich mal direkt in die Aufträge. Mir leid, also der war wirklich, also... So, was machst du? Hilft der KI, die Simulation zu betreten, das machen wir natürlich. Begib dich zur alten Domizilrune. So, die AI won't help me break into other simulations unless he gets a body. So, how do we get him hier vorne irgendwo? Zen have almost everything in the simulation. Ach, das sind wir, ja, das war schon. Boah, Alter, sieht ja richtig nice aus. Hey, great, where do I find one? Ja, warte, die quatschen gerade auch. Warte, die quatschen. Jetzt nicht mehr. Okay, Koop-Auftrag starten. Let's go, let's flow, sage ich dazu nur. Mm. Ja, The Zen are using CIDs to bring a downed hotspot online. Once you have a CID from them, get it to a safe spot and wipe its old programming, so the AI can upload its personality into the new shell. Okay. Ja, habe ich alles direkt aufgenommen irgendwie. Naja, guckst du dir diese Videos auch immer so an, weißt du dann echt nicht, was zu tun ist? Ah doch, jetzt ja. CID there. Simple smash and grab, huh? Sure. Okay. Just get one and take it to a safe spot. You don't want to deal with Zen while trying to hack that device. Okay, wir sollen so ein CID holen und da den so mal umprogrammieren. Dann, nee, das habe ich ja auch verstanden. Okay, warte mal. At this point, the AI is purely information. He's entirely digital. You could download him to your phone if you wanted. Why? Does he want a body? Would you want to be stuck inside the simulation forever? Good point. I'll check the ship for a suitable shell just in case. Oh. Wir sind ja dabei, Zen Gerät finden. Along with the CIDs, the Zen are transporting a prototype for a contained forced recursive feedback projector. Kenzie, that sounds like complete bullshit, even coming from you. Imagine a gun that fires a bullet that bounces from one target to another to another to another like a pinball racking up billion points. Oh. Das ist ja geil. Die Waffe ist cool. Be careful not to damage all the CIDs. I don't know when or if we'll get another chance to get one of these. Yeah, Kenzie, I got this. Hast du die Waffe auch? Ja, ich sehe, du hast ja die Waffe auch. Superissimo. Ich frage mich die ganze Zeit, sag mal, wie ist denn das denn so eigentlich? Können wir mal auch in die Kommentare schreiben vielleicht. So, was müssen die Aliens wohl denken, wenn es wirklich Außerirdische geben sollte? It doesn't matter, just pick one. Ne, ihr versteht, was ich meine mit Sicherheit. Hä, wie hast du nur eins genommen? Ich konnte keins nehmen. Wollte ich machen, was sollen die Aliens denn von den Menschen denken, wenn wir immer solche bösen Aliens darstellen? Okay, warte. Ich bin Profi-Hacker. What the hell, Kenzie? Don't pin this on me. These things are broken. Don't you explode on me. Na, kriegst du es hin? Yeah. Sieht gut aus. Mhm. Finally. Quick, get to a safe spot so you can crack it open. Okay, safe spot. 300 Meter voraus. Oh, how far away do I need to be? Just away from the Zen. Pick some place they won't find you. How long is this whole thing gonna take? I won't know until I crack open the device and see how it ticks. Right, this spot looks good. Keep an eye out while I work on this. I guarantee the Zen have a way of finding these devices remotely. Ach, das ist da oben. Okay, genau. Und wir sollen jetzt das Ding hier verteidigen. Don't let them take the CID. Work fast. Wo? Ich sehe die gar nicht. Denk ans Navi, Navi sag ich schon, an die Karte, Minimap. Greifen mit so kleinen Fliegern an. Jetzt wäre natürlich clever vielleicht, oder? Warte mal. Die unten sind ja egal eigentlich. Moment mal. Da kommt ein größeres Gefährt, wie es aussieht, da hinten. Warte mal gerade. Hä? Was ist jetzt der das Wurmvoid? Was ist denn? Scheiße. Komm, ich brauch dich. Ich bin da, Alter. Guck mal nach oben. Hast du ja so eine Karre geholt? So eine Flugkarre? Ja. Hä, wieso kann ich... I found the tracking device. You done yet? Would you like to take over? I could shoot aliens for a while. Oh, ich bin explodiert. Das Blöde ist, ich weiß jetzt nicht, was von denen du bist und was nicht. Also wer da schießt. Es kann sein, dass du mich gerade auch abgeschossen hast. Nee, Quatsch, habe ich nicht. Ich bin abgeschossen worden. Aber die Aliens sind nicht von mir. Die Dinger sind nicht so stabil, wie wir wissen. Kenzie, where are we at on this? Wahr sein. Cool, dass wir so viele Saints hier haben. Guck mal, auf Radar, Alter. Ja, das stimmt. Ich glaube, die regeln unten. Hold on. Ich würde die unten lassen. Lass die unten einfach kämpfen. Scheiß auf die. Little bit more. Okay.
glaube, das ist... Oh, super. Great. How long until the upload is complete? 55 minutes. 55 minutes? Was? These things usually take like 3 to 5 tops. Look, the connection in this area is slow. Get closer to a major connection point like a power plant and this might go faster. Why didn't we go there first? Because a major connection point for the simulation is going to be heavily guarded. Will Sid download faster? Well, probably, but... Then we're taking this thing there. Okay, wohin? Okay. Warte mal, was mit Sid? Der kommt mit, der kann automatisch mit. Der ist immer so langsam. How long until we can use him to get my crew? Well, assuming the AI wasn't lying, I don't see a reason why we shouldn't be able to get right to it. Speaking of which, who do you want to grab first? Pierce? Jondi? I think we should get Matt. Miller? Oh my god, why? Hey, Matt turned himself around after Steelport. He joined MI6, helped us with Cyrus Temple, and, you know, he's useful. Ish. Useful? You have a lot on your plate, Kinsey, with all this cyber what's it. Figured you could use the help. I'm doing just fine without Matt Miller. Thank you. Two heads are better than one, Kinsey. Set it Matt up. Miller will sein. So, gut, kann man ja noch. Let's clear these Zen out first. War Matt Miller nicht, so viel, war Matt ne? Miller nicht ein Bösi? Ja, damals, aber der ist dann, der hat sich dann doch praktisch auf unsere Seite geschlagen. Ah, okay. So, start mal den Download. Der Gegenspieler von Kinsey eigentlich. Flip the switch and done. Excellent. How long now? Kinsey? That's just part of the process. Apparently the sweary part of the process. Full download should only take about 16 minutes. Is there anything you can do to make it go faster? I'll see what I can find. There might be additional access points we can use to increase the bandwidth. Okay, wir müssen also noch ein bisschen laufen und bis dahin noch verteidigen. Und da kommen die Aliens. Komm schon, ich treffe gar nichts gerade irgendwie. Die müssen die doch platt machen, dabei ist die Waffe doch eigentlich so genial. Du musst aber die Aliens treffen. Du musst unbedingt die Aliens treffen, nicht die Autos. Gegen ja, Autos richten nichts aus. Ich merk's. Hab ich eben gemerkt, ich hab am Anfang nur die Autos abgeballt. Wo sind die denn, die Aliens? Da, jetzt kommen sie wieder. Oh. Hm? Ich glaube, wir sollten auch die andere Seite irgendwie mal das Radar macht diesen Moment mal hier. Cool, der hat gesessen. So, noch ein bisschen Gesundheit holen zwischendurch. Oh. Bam, bam, Vorsicht, wir müssen in diesem Areal sein, mein Freund. Oh, oh, yes. Andere Seite, die greifen an. They are attacking us, Gregory. Die greifen uns an. Ich hau dem jetzt auf die Schnauze. Moment mal, jetzt reicht's. Ich hab hier was Besonderes vorbereitet. Bin einfach mal hinter die Kulissen gegangen bei denen und räum die mal von hier aus auf. Oh. Achtung. Uh-oh, von oben, Mutterschiff. Lebst du noch, oder? Geh wieder auf, Lady. Ja. Oh, nee, ich will noch nicht jetzt. Ach, scheiße. Nimmt ja die Begleiterin als Geisel, oder? Personality transfer at 31%. I remember this one. I found an access point that can help speed this along. Get to it and activate it. Das mit dem Mutterschiff müssen wir nochmal üben, das müssen wir nochmal wegkriegen. Ich glaube, das ist nicht weg. Wo ist denn diese andere Waffe? Hier, ne? Da sind doch noch ganz viele da vorne. Wir müssen da rüber jetzt. Ne, müssen wir nicht. Hauptsache, der lädt hoch. Wir müssen da nur warten. Beunige den Download. Mach das, ich kümmere mich drum. Okay, super. Warte mal, ich habe hier noch eine Panzerfaust für so einen Typen. Der will mich unbedingt ärgern, hat er gesagt. Gut, ich warte hier hinten und gucke, dass hier keiner herkommt. Okay. Also eigentlich stehe ich nur cool rum und warte, bis du hinten fertig bist. Ah, sieh mal einer an. Ich schieße hier gerade so ein Alien weg mit dem Analpenetrator. Alter, Schrotflinte, scheiße. Ich muss darüber. Halt durch. Warte. Panzerfaust. Die Leiterin. Die müssen wir helfen. Die ist gut. Easy. Ich hole den nächsten Download. Ich kümmere mich drum. Halt super. Du die Stellung. Boah, trink mal Gesundheit. Was ist das zur Hölle? Ist das in diesem Teil drin? Ah, da vorne, okay. Ich hab das nächste Gerät. Okay, I'm at the second one. Okay, ich meine jetzt erstmal platt hier. Auf die gute altmodische Art und Weise. Erstmal schön auf die Fresse.
Ach, da oben auf dem Haus ist der. Ist fast schon anspruchsvoll, die Mission. Die gefällt mir. Ja, oh. Wenn man sich auch so aufteilt am besten, dann arbeitet man am cleversten. Okay, now wieder beschleunigt. Now both the access points are online. Is the download any better? Much faster. Much too fast. Too fast. Was? Sid is overloading. Oh. Overloading? Oh. Overheating. Get to him and cool him down. Wie denn? Eis. Vielleicht der Eisangriff oder was? Ja, warte. Wie mache ich das denn nochmal? Alter, der macht den Eisangriff bei mir gerade nicht. Meine mir auch nicht. Nein, ich hab den zwar. Wie schalte ich den nochmal um? Einer von uns hat den jetzt gefroren. Warte, ich hab. Nee, ist schon. I managed to throttle the connection a bit, so it should be much more stable now. How long until the download's done? 3 minutes. Was macht die da? Die soll aufhören. Ich hab die weggeholt da. Die können doch nicht einfach das Ding angreifen. Okay, es geht weiter. Where did these murder bots come from? Murder bots? How? Yeah, I'm having a bit of a stronger reaction. Wie sehen die aus? Richtig evil. Evil Heiterkeit, Alter. Tun die Dinger, die lieben sich. Tun die Dinger denn überhaupt irgendwas? Awesome. Boah, Alter. Mir reicht's jetzt. Einfrieren. You get Sid one of these murder bots instead. Vorsicht, du bist gleich down. Ja, ich weiß, aber ich habe ja keine andere Wahl. Wo ist er hin? Scheiße. Probably. Boah. Besides, I already found a real CID body for him on the ship. So, you know, synchronicity. Okay. Ich nehm dir mal die Laserkanone. Scheiße, du musst mich mal wiederbeleben, okay, gerade. Komm. Dann kümmere ich mich um das Mutterschiff. Boah, danke. Warte mal, da kann ich mich mit umkümmern. Oh mein Gott, why does this hurt so much? So. Was it too much for you? Boah, geil. Alter, was ist das denn für eine Mega-Knarre? Das ist der Raketenwerfer. Nee, hier, guck mal hier. Achso, warte. Transfer at 74%. Ding fliegt jetzt in die Luft. Pam! Wie geil. Diese Mega-MGs gefallen mir super. Ach, geil. Bram. Den haben die eben gedroppt, da müssen noch mehr hier sein. Ja, ich hab mir gerade eine gechartert. Boah, die sind super. Beste Waffe im Spiel bisher. Also nicht vergessen, auf R zu drücken, ne? Zum Kühlen. Ja, stimmt, da hast du recht, das vergesse ich schnell. Datenflaschenhals entdeckt. Ach man, hör auf. Ja, immer nur Probleme. Aber echt. Denkst du hast es gerade geschafft und dann wieder Probleme? Probleme. Wir müssen in Deutschland eine einheitliche. So. Boah, die ist super, oder? Die Knarre. Das ist Hammer. Oh, das waren Zivilisten, aber der ist keiner. Brenne! So, abkühlen, sicher. Aber wirklich, ey, ich habe das Thema ja ganz kurz anzusprechen versucht. Und es ist ja wirklich der Hammer. Wenn du überlegst, was die Aliens von uns halten sollen, wenn wir immer nur andere Aliens töten würden, die würden doch niemals in Frieden kommen und sagen, hey, Freunde. Quatsch. Alter, die ist echt super. Die ist super. Die Waffe ist super. Das ist Alien-Qualitätsware. Ist geil. Ich meine, das ist nicht dieser Kick-Scheiß, den wir hier sonst immer haben. Ja, echt. So, ach so, den holst was du dir. Na, den Sinjak. Was denn? Ja, die Karre, die da angefahren kommt. Nee, hab ich mir nichts vor. Ach so, ich dachte. Ach so. Ich hab die gar nicht gesehen gerade. So, schön gemacht. So, 3 Sekunden. 2. 1. Download complete. Alright, time to kill us some aliens. Oh God, I'm gonna regret getting Sid a real body, aren't I? Oh, Sid. We're gonna get along famously. Huch. Oh, hallo. Shit. This is great. Von dem plattifizieren wir jetzt hier. Take him down and I should be able to transfer some of his powers to you. Huch, wo ist er hin? Alter, die Knarre, mir ist der Ton irgendwie komisch. Oh, ich muss abkühlen. Wieso ist der Ton? Hast du noch Waffenton? Ja. Bei mir ist alles so leise plötzlich. Naja, die Musik ist weg einfach. Nee, bei mir ist noch Musik da, aber so komisch. Naja, egal. Ich hack weiter drauf und den machen wir jetzt auch noch platt. Boah, der hat mal richtig eingeheizt, Alter. Yeah! Ich komme! Ach, du hast schon gedrückt gerade? Okay, super. Das ist der Hammer hier. So, jetzt gibt's auch die Mütze. Nochmal hier schön, Links-Rechts-Kombo. Raus da, Mädchen! Yeah, wunderschön.
Das war gut. Du machst eine gute Figur in diesen Aliens. Ja. Munkelt man. Whoa, Aliens. Whoa. Something's definitely happening Whoa. In my brain. Welcome to being able to move things with your mind. Was? Ach geil. Was? Wir können Dinge mit reiner Geisteskraft bewegen. Jetzt bin ich gespannt. Hä? Wie geht das? Ach, Q. Nee, hä, Q? Doch, Q. Einfach mal Q drücken. Nein, musst natürlich F1 drücken, gegebenenfalls. Ich hab das bei mir gar nicht. Ich hab nur Feuer und Eis. Warum? Weiß ich nicht. Hier. Guck mal, Feuer und Der Eis. Der Oberhammer. Guck mal hier, zack. Hier ein Auto. Guck mal da, schön ein Auto. Hui. Boah, wie geil. Wieso hab ich das... Ich kann ja sogar gegen dich werfen. Das ist total gut. Komm, Upgrades, komm her. Warte mal, gucken, Kräfte, die Reichweite ist. Telekinese, Upgrades, ich guck mal ganz kurz. Warte mal, guck mal, ich werfe mal ein Auto auf dich. Boah, das ist ja der Oberhammer, damit kann ich dich richtig wegbashen. Cool, dass du das nicht hast, wenn ich das mal hab. Dann kann ich dich endlich mal ärgern. Dir alles zurückgeben für die bösen Sprüche, die du immer... Hey, warte mal. Ja, verleg dich ruhig hin. Das ist merkwürdig, ich hab das... Du kriegst ein Auto auf die Fresse. Ich hab das aktiviert, aber irgendwie... Du kriegst nicht nur eins, du kriegst sogar zwei auf die Fresse. Komm her, scheiß Auto. Boah, wie geil ist Telekinese. Scheiß auf Eis oder Feuer. Guck mal, hier den machst du mal einen Plätten. Werf den zu dir. Du hast ihn gekickt, oder? Giant glass orb here, Kenzie. Yeah, it has more clusters in it. Pick it up with your mind and smash it open. Ach, das ist eine F2-Kraft, deswegen. Na, jetzt komm mal her, Püppchen. Muss man da F2 durch? Oh, guck mal, der Feind. Achtung. Okay. Nein, die Objekte benutzen, um den Wächter zu töten, mein Freund. Zack, verfehlt. Meine schlechte Nummer. Oh, oh, der will ballern. So. Menschen gehen doch bestimmt auch, oder? Ja, gehen tatsächlich. Huch, oh, da war ich zu vorschnell. Das ist der Oberhammer. Boah, Telekinese ist schon so geil. Telekinese wäre am geilsten, wenn man auch noch drauf stehen bleiben kann auf den Autos. Das Ach scheiße, jetzt hat er mein Telekinese-Ding weggeballert. Warte mal, ich probier mal. Achso, probier ich nicht. Huch! Gibt's doch nicht. Der Blödmann. Der soll stehen bleiben, der Wicht. Ah, das ist gar nicht so leicht. Also einfrieren ist leichter bei denen, ehrlich gesagt. So, vor allen Dingen, weil die... Oh, sorry. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den einfrieren. Hier ist ja ein... Ne, wo ist denn einfrieren? Ah, da. Hier. Ich will den einmal einfrieren, dann kannst du ihn telekinetisch dann abwerfen. Komm hier, zack. Boah, das dauert auch ewig. Ja, warte. Jetzt. Nochmal? Naja. Ah. Warte, halt mal bereit. Okay, ich bin bereit. Jetzt kriegen wir es ja morgen nicht hin. Jetzt zupft er wieder irgendwo hin. Warte, ich halt den. Bereit, bereit? Ja. Ah, verfehlt, verkackt. Teiße. Teiße? Krampf. So eine Teiße. So eine Teiße, Alter. So eine Teiße. Krampf, Alter. Oh mein Gott. Der hüpft doch immer dann, ne? Aua. Ah, genau, wenn ich das... Jetzt habe ich ihn. Komm, baller drauf. Ja, schön. Und nochmal. Zack. Oh. Der springt manchmal auch so ganz merkwürdig. Jetzt. Ja, jetzt habe ich gerade nichts. Warte. Boah, wie oft kann ich den eigentlich mittlerweile einfrieren? So. Schön machst du das, Kleiner. So. Nochmal, Gregor. Komm, nochmal. Komm, Kleiner. Ja, so ist fein. Ich hau dich gleich. So, jetzt aber. Komm, schön das Auto. Oh, das war daneben. Das war daneben. Aber ich habe auch schon sehr häufig verfehlt. Kann mich da nicht beschweren. Aua, der hat mir nur Watschen gegeben. Eine Watschen. So. Ich habe mal gar nicht. Na komm, nimm's. Hallo. Was machst du denn da? Ich will jetzt auch mal Telekinese. Oh, das ist natürlich. Halt deine Schnauze, Mann! Halt deine Schnauze, sagte ich! Ach, was? Nice job! I'm sure you'll have plenty of chances to use it. Hat den platt gemacht, den Penner. Mann, bitch. Ja, schön! Telekinese, freu mich! Super, oder? High five, Alter! High five! So. Yeah! Und Bargeld gibt es auch ein bisschen, da freut sich natürlich die Reisekasse. Level 21! Yeah, 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 yeah!
20% Bonus. Telekinese, Telekinese. Du kannst Leute, Objekte jetzt per Telekinese hochheben und herumwerfen. Benutzer F2, das hätten sie vorher auch mal sagen sollen. Oder ich hab's nicht gelesen. Das Element Kraft bewirkt, dass Telekinese beim Aufprall zusätzlichen Schaden beim Ziel bewirkt. Deine Begleiter können dir helfen, mehr Telekinese-Elemente zu finden. Begleiter. Besatzungsmitglied Sid. Die KI wurde in einen CID auf dem Schiff hochgeladen. Besuche die KI, um zu erfahren, wie du deine Superkräfte noch mehr verbessern kannst. Sollten wir mal machen. Das ist ja der helle Wahnsinn. Und wir haben auch den Begleiter Sid CID. Kann über das Telefonbuch im Hub-Menü in die Simulation gerufen werden. Die KI hilft den Saints dann im Kampf. Oh, sehr, sehr, sehr schön. Gateway, südliche Innenstadt. Neues Gateway in der Innenstadt freigeschaltet. Yeah, kehre dort zum Schiff zurück oder greife auf Waffenlager, Kleidung, Fahrzeuge und Banden in der Passung zu. Das ist ja der helle Wahnsinn. Oh, geil, das Querschlägergewehr. Das Querschlägergewehr verschießt Querschläger. Extrem tödliche Querschläger. Im Gateway-Waffenlager kannst du dich nun damit ausrüsten. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Oh, und wir haben eine Errungenschaft. Geist in der Maschine. Was? Oh ja, liegt Klopapier auf dem Boden. In der Maschine. Ey, übrigens, ich verabschiede mich für diese Folge. Echt, wieso? Warum machst du denn sowas? Ja, ist Feierabend jetzt. Ach so, wollen wir nicht mal ganz kurz Telekinese? Wollen wir Telekinese probieren nochmal schnell aus? Dann machen wir natürlich Feierabend, oder? Wir haben das doch gerade die ganze Zeit ausprobiert. Ja, aber doch nicht. Das hier ist Menschen ausprobieren. Ach, ich verstehe. So einen richtigen Menschen. Alter, was soll das? Alter, jetzt hört das doch nicht auf mich. Was soll die Scheiße, ja? Mach das mal nicht auf mich. Wie, wer wirft denn die ganze Zeit hier auf mich? Na du! Ich? Warum fall ich dann die ganze Zeit? Also kaum hast du Superkräfte. Oh, wie geil. Oh. Was war denn da los? Das war total schlau. Irgendwie greift mich an. Das ist ja geil. Das hier mit Randen. Warte mal, bleib mal stehen. Oh, ja, ich bin gerade unfreiwillig stehen geblieben. Ah, der ist weg. Schade. So. Das Lustige ist. Das Coole ist, ich habe mir jetzt so einen Alien geschnappt und kann mit dem rumfliegen, solange das da halt. Wo ist denn der hin? Ach, da oben. Komm, weg mit dem. Du kannst mit den Leuten, mit den Sachen, die du schnappst, kannst du auch rumlaufen, ne? Solange da noch alles passt. Jetzt ist wieder so ein roter Funkturm. Ich glaube, wir sind ja schon wieder mitten irgendwo gelandet, wo wir nicht sein sollten. Ich brauche Leben dringend, Alter. Ohne Scheiß. Das geht mir mal nicht anders. Ich muss jetzt mal gerade ein paar blätten. So. On the next. Du kleiner Affe. Ich? Boah, ich hab die einfach ausgenockt und ist dann da runtergefallen. Ich wollte es gar nicht. Cool. Wie war das? Wie geil ist das denn gerade gewesen? Ich hab dem es abgenommen. Oh. Was denn abgenommen? Wieder super. Ey, das ist aber so assi, wenn du den Flugmodus wechselst und dann ist plötzlich nach unten oder beziehungsweise Gas ist dann nach unten lenken. Ach, du hast so ein Ding wieder geklaut. Ja. Boah, ich baller das ist unser Sid hier, der kämpft mit uns gegen die Aliens, wie es aussieht. Ja, der hat ja doch gesagt, der ist doch Begleiter, der ist doch nett. Kleine Sid. Oh, meine Waffe überhitzt leicht. Kann doch nicht angehen. Warum legen wir uns eigentlich jetzt mit den ganzen hier an? Ich wollte das gar nicht machen. Boah, hier sind schon Scharfschützen am Start und so. Wir sind ja auch bald voll, die Gesuchten. Hau jetzt ab, mir reicht's. Verabschiede mich jetzt hier oben auf dem Dach. Wo denn? Hier, auf diesem, hier, wo du auch bist. Ach. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, die kriegen uns hier oben nicht. Scheiße. Komm, aber egal. Machen wir in der nächsten Folge platt, ne? Genau, bis dahin. Jo, bis dahin, Freunde. Tschüss. Scheiße, ey, wir werden sterben. Wir sterben auf dem Haus. In der nächsten Folge, Alter, wir müssen aufstehen, wir müssen uns rächen, wir müssen Rache einfordern, Blutrache.